Man kann lässig elektrisch aus dem Wohngebiet rausstromern, dann hier auf der Landstraße gebe ich mal Gas. Dann hört man natürlich den Dreizylinder Benziner. 120 Newtonmeter ist das maximale Drehmoment ab späten 3600 Umdrehungen. Verwaltet wird das alles über das stufenlose Planetengetriebe. Und dann kann man jetzt hier auf der Landstraße auch so vor sich hin stromern oder fahren. Jetzt haben wir gerade den Verbrenner eben dazu angeheizt, da mitzumachen. Drum ist er jetzt mit von der Partie. 4 Liter ist der Testverbrauch auf 100 Kilometer. Das ist durchaus sparsam und trifft genau den Normwert, der auch 4 Liter nach WLTP ist. Und damit liegt er 1 Liter unter dem Mildhybrid Mazda 2 übrigens. Und an der Energieflussanzeige hier im Cockpit können wir mal ganz gut sehen, was passiert denn da gerade beim Antrieb. Die Batterie kann nicht extern geladen werden, sondern lädt sich durch Rekuperation im Schubbetrieb oder beim Bremsen auf. Und wenn ich jetzt dann hier auf ein Tempolimit oder eine Ortschaft reinsteuere, dann kann ich auch hier mit dem Wählhebel des Getriebes in eine B-Stufe schalten. Dann wird ein bisschen mehr rekuperiert. Dann hört man auch richtig ein lautes Geräusch, als ob der Verbrenner an ist. Ist er aber gar nicht. Und das Auto verzögert jetzt hier runter auf 50, 40, also ist gerade bei 45 und so weiter. Und dann schaltet man wieder zurück auf D und weiter geht die Fahrt elektrisch und mit dem Verbrenner. Es ist also ein stetiges Hin und Her. Das Fahrwerk gefällt mit einer guten Abstimmung. Die Lenkung gibt auch ausreichend Feedback. Also ist ein vom Fahrverhalten und vom Antrieb echt ein gutes Paket. Ein Auto, das sparsam zu bewegen ist, aber auch durchaus Fahrspaß bereitet. Das war unsere Probefahrt mit dem neuen Mazda 2 Hybrid, der ja gar kein so neues Auto ist, weil es ihn als Toyota Yaris schon gibt. Welchen von beiden nimmt man denn jetzt da? Entscheidet das am Ende die Preiskalkulation nicht unbedingt? Zum einen beim Grundpreis hat der Yaris erstmal die Karten auf seiner Seite mit 21.690 Euro, Stand Ende August für die Hybrid-Variante. Da ist der Mazda 2 Hybrid 500 Euro teurer, hat aber eine bessere Serienausstattung und das ist ganz geschickt gemacht. Man kann beide nicht wirklich 1:1 vergleichen. Unser Testwagen hier in der höchsten Ausstattungslinie Select, die dann das Head-Up-Display hat, induktives Laden für Smartphone, die höhenverstellbaren Sitze, 16 Zoll Leichtmetallfelgen und so weiter und so fort, kostet 28.190 Euro. Hier haben wir dann noch die Zweifarblackierung und das Panoramadach als Optionen dazu. Das treibt den Preis auf ein bisschen über 30.000 Euro. Ein vergleichbarer Toyota Yaris wäre dann der Style. Der hat größere Felgen, der hat das Head-Up-Display, aber nur als Option in einem Paket. Und dann kann man nicht wirklich sagen, was deckt sich denn vom Preis, denn vielleicht hat der eine Sachen, die man gar nicht braucht und der andere hat Sachen nicht, die man aber braucht. Also da muss man ganz genau die Preislisten studieren. Der andere Mazda 2, den es ja weiterhin gibt, der ist mit 115 PS starkem Benziner und Schaltgetriebe ein bisschen günstiger als dieses Hybridmodell, hat dafür dann mit Matrix-LED-Licht aber noch eine modernere Scheinwerfertechnik. Hier gibt es herkömmliche oder normale LED-Scheinwerfer, auch hier dann im Select-Modell enthalten. Ja, also bleibt am Ende des Tages die Entscheidung, welchen Mazda 2 möchte man, den klassischen, bekannten Mazda 2 oder den Mazda 2 Hybrid, der eigentlich der Yaris ist, oder nimmt man dann den Yaris? Am Ende des Tages kann man da mit den Händlern sprechen und sich die besten Angebote holen. 6 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer gewährt Mazda auf die Neuwagen, 3 Jahre bis 100.000 Kilometer sind es bei Toyota. Das verlängert sich dann da aber mit jeder Inspektion, die muss dann aber beim Toyota-Vertragshändler gemacht werden. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Fahrbericht hier beim AVD, beim Automobilclub von Deutschland. Ich hoffe, das Video hat interessante Einblicke und Einsichten geliefert und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier bei einem AVD-Fahrbericht mit mir, Bernd Konrad, und Ihnen und Euch am Monitor oder dem Smartphone-Display. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.